Morgen. Der Hans hat angerufen. Er hat gesagt, er ist krank. Naja. Dann müssen wir mal ein bisschen was alleine arbeiten. Oh, schade, wirklich. Ich dachte, mit dem Hans komme ich hier ein bisschen schneller voran. Aber naja, wenn er krank ist, kann man halt nichts machen. Also einfach mal sich auskurieren und dann hoffe ich mal, dass er nächste Woche wieder gesund ist. Und dann, ja. Hoffe ich einfach mal, dass wir hier trotzdem ein bisschen was schaffen können heute. Aber irgendwie ist einfach noch zu früh heute. Ich bin noch nicht so fit. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwas war letzte Nacht nicht gut. Ich habe irgendwie schlecht geschlafen. Komm. Also, irgendwie stelle ich mich gerade an, als würde ich das erste Mal machen. So. Wir machen jetzt gerade mal hier diesen Trailer voll. Und dann kümmern wir uns um die Arbeit vom Hans. Der hat ja letztes Mal schon angefangen. Also gestern hier das Gras zu ernten. Und da werden wir dann nachher ein bisschen weitermachen. Dann kriegt man, glaube ich, dieses heute auch was gebacken. Scheiße. Ich hoffe mal, wir schaffen das heute. Wir wollen unbedingt hier noch eine Ladung Holz wegbringen. Unser Traktor ist immer noch zu leicht.
So, wir müssen auch mal später nach unseren Eiern gucken. Der Hühnerstall von der Tante Martha. Mal ein bisschen sauber machen. Die Tante Martha ist die Frau von Bernd gewesen. Von Bernhard. Die kann das halt auch nicht mehr so wie früher. Deshalb müssen wir der. Müssen wir der mal auch ein bisschen unter die Arme greifen. Ja, das war mal jetzt gut hier. Zwei Stämme auf einmal. Jetzt sind wir gerade recht flott beim Beladen. Ich hoffe mal, das bleibt. Das Tempo kann ich halten. Ja, mal schauen wir mal. Viele Stämme haben wir ja gar nicht mehr. Naja, schade, dass der Hans nicht da ist, weil, also die Sache ist ja einfach, zu zweit können wir mehr schaffen. Aber, naja, wenn er Urlaub braucht, dann kann ich ihm auch nicht einfach den verwehren. Ja. Hat zwar erst angefangen mit mir zu arbeiten, oder für mich zu arbeiten, aber so ein schlechter Chef bin ich ja nun auch wieder nicht. Und ich muss ja auch mal, muss ja auch seinen Lohn verdienen, ja. So, gleich haben wir es geschafft. Wir ziehen ja immer einen Haufen Stämme aus dem Wald raus. Aber wie viel das sind, sehen wir immer erst beim Aufladen. Na, das war nix. Nein, 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 nein. Ja, jetzt hätte ich fast wieder
fast wieder was daneben geschmissen. Aber wir haben es ja noch mal gerettet. So, 4 Stämmchen noch. Ja, die 15 Meter Dinger sind schon gigantisch groß. Bin ja froh, dass der Eberhard so große Trailer hat, zum Verkauf hatte. Beziehungsweise mir die Bernhard so bestellt hat. Jetzt fahren wir gleich mal. Oh, schlecht. Gleich mal nochmal zur Schreinerei. Liefern das Holz ab und dann gucken wir auch gleich bei den Eiern vorbei. Beim Hühnerstall. So, 2 Stämmchen noch. Gut. Dann haben wir unseren ersten Zoll hier erledigt. So. Gut. Dann können wir ja mal loslegen. Ei. Bin ich doch glatt wieder ausgestiegen. So. Das schaffen wir jetzt auf jeden Fall noch bis zur Schreinerei. Aber ich glaube, ja, durch das erstmal die Eier noch aufsammeln müssen von der Tante. Wir werden es wohl nicht mehr schaffen, heute noch das Gras zu fahren. Sollten wir dann gleich morgen früh angehen. Oh. Ich hoffe, der Bauer ist nicht böse, dass ich jetzt so ein bisschen über seinen Acker gefahren bin. Ja, morgen früh müssen wir dann wirklich mal zeitig anfangen. Zeitig anfangen und das Ganze das ganze Gras mähen und einsammeln und dann zur Gärtnerei bringen. Die haben nämlich gesagt, sie brauchen da welches. Straße. Ja, das ist ein bisschen eng gewesen.
Er will einfach. Hallo. Ja, immer diese Fußgänger, die nehmen keine Rücksicht, anstatt dass sie mal einen Meter auf die Seite gehen. Was laufen die denn hier mitten in der Nacht rum? Was soll denn das? So. Aber jetzt sind wir auch gleich schon da. Und, ich habe mit den Bauern da gesprochen, die haben mir sogar gesagt, dass ich über den einen Hof drüber fahren darf. Das sollte uns das gleich ein bisschen erleichtern, zur Schreinerei zu kommen. Oh mei, jetzt will der wieder... Ach. Ja, hier, hallo. Fahr da einfach mal auf die Seite, du Vollpfosten. Das sieht doch genau, dass sie hier ankommen. Was soll denn das? Ach. Weißt du, das kann ich, das verstehe ich einfach bei den scheiß Autofahrern nicht. Die sehen genau, wenn einer kommt und dann müssen sie extra noch ein bisschen vorfahren. Jetzt fährt er mir in Anhänger. Was soll denn das, Mann? Das ist wieder eine Katastrophe hier. Jetzt stecke ich auch noch fest, was soll denn das? Gucken wir mal, ob wir wirklich über den Hof da rumkommen. Also nachdem das letztes Mal so eine Katastrophe war, habe ich mit dem Bauer hier gesprochen. Und er hat gemeint, ja, natürlich kann ich da mal drüber fahren. Allzu oft werde ich dann wohl nicht Holz abliefern. So. Oh nee, hängen geblieben, aber wo? Jetzt kommt schon wieder so ein Fuzzi mit seinem scheiß Auto. Na, warum passe ich denn da jetzt nicht durch? Wir haben das extra vorher abgemessen. Okay, da hilft's nichts. Da hilft's nichts. Also, das bringt's ja nicht, ja, dass wir hier jedes Mal hängen bleiben. Jetzt machen wir einfach mal hier. Kann ich den Baum hier nicht? Eieiei.
Ich bleib da oben, bleib ich hängen. Ich bin nur auch da reingekommen. Es kann ja wohl nicht sein. So, wir haben es jetzt endlich geschafft hier. Die Anhänger so zu positionieren, dass wir durch sind. Aber ich muss sagen, das ist. Also es ist besser wie vorher, aber es ist immer noch reine Katastrophe hier. Wir müssen mal gucken, dass wir irgendwie. Wir brauchen eigentlich eine andere Abladeposition für unser Holz. Dass es ein bisschen einfacher wird. Weil wenn wir jedes Mal so lange hier brauchen, ich habe jetzt für das bisschen hier einfach viel zu lange gebraucht wieder. Und ja, das lohnt sich dann einfach nicht. Habe jetzt schon wieder eine 30-Stunden-Schicht gleich hinter mir. Nur um dieses doofe Holz dahin zu bringen. Wenn ich damit weitermache, dann gehe ich ja bald am Rad, am Stock, meine ich. Das ist, da müssen wir unbedingt dran arbeiten, dass es effektiver und besser wird. Ja, ich muss jetzt das Holz abladen, die Schreinerei braucht es unbedingt. Und dann hoffe ich mal, dass ich das nächstes Mal schneller hinkriege. Es ist hier an allen Ecken und Enden einfach viel zu wenig Platz. So. Also, das war's dann von heute. Beziehungsweise, wir haben ja 2 Tage jetzt gehabt. Jetzt muss ich gleich noch hier die Eier einsammeln. Nein, das gibt's ja nicht, Mann. Was soll denn das? Hm.
Das ist wirklich Katastrophe. Ich glaube, ich sollte einfach einen kleineren Trailer nehmen. So, wir machen jetzt Mittagsschlaf und dann, ja. Na, Mittagsschlaf sammeln wir die Eier ein. Und dann, ja, machen wir noch ein bisschen Heu.